Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Bulletstorm und dann geht's gleich weiter mit Kapitel 2.2, der schlimmste Familienurlaub. So, und los geht's. So, dann mal schauen, was uns da erwartet. Willkommen zu Ihren schlimmsten Albträumen und Ängsten, dem. Okay, da werden wir gleich mal freundlich begrüßt. Diese Kapsel lassen wir jetzt mal links liegen. Okay. Vermutlich uns erwartet dieses Eila. Sieht irgendwie unheimlich aus. Ja. Oh Mann, ich wünschte, es hätte sowas schon gegeben, als ich noch klein war. Ich komme mir gerade vor, als wäre ich in der Achterbahn, wo man Schlange stehen muss. Ha! Bin ja gespannt, mit was wir fahren werden. Sieht aus, als würde einer fehlen. Ich begreife nicht, welchen Zweck das hier erfüllt. Ach komm schon, willst du mir wirklich erzählen, du hättest keine Lust, hier mit einem dieser Mackathons rumzuwilken? Ach, wie toll, wir sind in einer kleinen Stadt gelandet. Wir sind hier jetzt aber nicht bei den Minions, oder? Hallo? Minions? Hallo? Minions? Okay, da kommt uns mal beidbeinig entgegen. So, Hermit. Komm schon. Geh dich nicht. Mein Hübscher. Okay, wo müssen wir lang? Warumst du? Warumst du? Hallo? Ah, diese kleinen Mini Autos, Lichter, keine Ahnung. Kilowatt. Nochmal Kilowatt, ja schön. Das macht richtig Spaß, die Typen nach zu putzeln. Okay, wo ist der nächste? Ah. Rein in den in das Hochspannungshaus. Ja, wir müssen diese Leute ein bisschen statisch aufladen. Das soll gesund sein. Aber wenn ich mir das so recht anschaue, es sieht nicht gesund aus. Okay, jetzt können wir mit dem Lift fahren. Jetzt können wir fahren. Was zur Hölle? Ihr wollt mich wohl fahren? What the hell? Ein Riesensaurier. Ach, wie toll, ein KI-gesteuerter Zauberer. Hallo? Hallo? Sieht sicher aus. Okay. Mal schauen, ob wir das abbrennen können. Oh, was ist das? Was ist das für ein hübsches Baby? Das habe ich noch gar nicht gesehen.
Das müssen wir uns jetzt ein bisschen näher anschauen. Wow. Sneaky Style. Eine vielläufige Strotflinte. Geile Scheiße. Wer war? Naja. Die hat nicht so viel auf dem Kasten, wie ich dachte. Wir wechseln lieber wieder zu Lisa. Diese Wumme. Die hat dann doch ein bisschen mehr Punkte, die Haube. Und du noch, und du auch noch. So, jetzt waren alle dran, hoffentlich. Harte Fuß, kommst du? Er schießt auf eine leere Kiste. Der Vogel oder was? Komm, weiter geht's. Wo bleibt er? Egal. Mir egal, soll er bleiben oder Pfeffer wächst. Jetzt auf einmal ist er da, genau. Warum muss ich eigentlich den Scheißjob machen? Komm mal, hör auf da. Komm in die Gänge. Okay, jetzt glaube ich, das waren alle. Hoffentlich. Wo ist unser kleiner KI-Roboter? Komm, nicht schlafen. Wow, wir können. Geil. Komm, geh rein. Ja, so, jetzt aber das Aufschießen. Wie abgefahren, der Scheiß ist noch cooler, als er aussieht. Na schön. So, dann schieß mal los, du kleines Ungeheuer. Da, zerschmettern. Los geht's. Schneller. Auf, 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 auf. Ah, hinter dir noch, hinter dir, ja, genau. Ja, musst du sterben. So, das wäre mal erledigt. Ah, C, Stoß unter das Teil.
Frosch, du Scheiße. Die kommen aber schlecht sehen auf, die Typen. Ja, so geht das. Mal auf, dass wir runter können. Na, du süßes Ding. Greif an, mein Schoßtierchen. Bring Tod und Vernichtung über die Menschen. Ah, hat er sich versteckt gehabt. Das kleine Mistvieh. Der macht was her. Auch ich war famos, aber nicht 20 Meter groß. Komm, hör auf zu singen. Es wird nichts. Holt euch den Roboter, wir gehen auf Metzeltour. Ja, jetzt komm. Runter die Scheiße da. Da, nicht umdrehen. Du sollst da schießen. Okay. Ja, jetzt glaube ich's bald. Bist du wohl schießt? Jetzt aber. Der auch noch. Was ist mit ihm verkehrt, Alter? Dreh dich um, Scheißvieh. Ja, da, schieß! Jawohl, gut gemacht. Kriegst einen Keks nachher. Da, dreht er sich schon wieder um, ey. Bist du mal. Schieß! Du sollst töten, zerstören, alles. Okay. Ich hoffe mal, das war's. Oder jetzt aber. Ja, dieses große Tor sollst du durchstoßen. Komm. Komm, mein kleiner Stier. Hast du fein gemacht. Er hat uns treu gedient. Ja, dann befragt die Scheiße. Aber leider konnte ich ihm das nicht mehr sagen. Ich werde ihn nie vergessen. Das ist aber so schade. Kleine Trauerminuten für den Kerl. Okay, 3 Minuten vorbei. So, dann. Weiter auf die gute alte Art. Runter. Sie haben dieses Loch bewacht. Vielleicht mögen sie es ja einfach. Die Lieblöcher. Ich denke, die Lieblöcher. Bei der Armee muss da drin echt irgendwas. Ja, komm, sammel nicht. Runter mit dir. Lauern. Schwing deinen harten Arsch da runter. Komm. Logisch. Ja, liebe Freunde, das war's schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie mir und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao!